Herr Landesrat Wiedmann, wir beide haben jetzt ein Problem und ich glaube, ein Problem größeren Ausmaßes. In 15, 20 Sekunden haben Sie mir in allen Punkten Recht gegeben, wie wichtig das wäre und wie toll das wäre. Und Sie haben dann Ihre Replik genutzt, 10 Minuten, um auf einzelne Vorschläge einzugehen und Beispiele aus der Schweiz und so weiter, die gar nichts mit diesem Antrag zu tun haben. Da haben Sie entweder bewusst andere Kriegsschauplätze aufgemacht und wir verzetteln uns eh genug immer, wo der einzelne Unterschied ist. Ich habe hier bewusst nicht hineingetan, die Gehälter müssen ein Drittel erhöht werden. Ich habe bewusst nicht hineingegeben, in Meran muss ein Schwesterwohnheim errichtet werden und so weiter, sondern ein ganzheitliches Pflegekonzept, das mit allen Akteuren zu erarbeiten ist und ein Bekenntnis dieser Landesregierung, das anzugehen und die notwendigen Mittel dafür zu nutzen, gerade jetzt mit der Möglichkeit auf die Verschuldung, die wir haben werden, beziehungsweise diesen Kraftakt, den wir machen werden, und auch die Sensibilität und das Verständnis, den die Gesamtbevölkerung gerade jetzt für diesen Bereich und für den ganzen Pflegebereich hat, der nicht immer so gegeben ist oder gegeben war in der Vergangenheit, und dass Sie das auch politisch nutzen. Es gibt jetzt also zwei Möglichkeiten, Herr Landesrat, dass Sie entweder, indem Sie mir ja und allen anderen, die diesen Beschlussantrag hier auch ihre Zustimmung bereits gesagt haben, dass Sie entweder ablehnen, indem Sie ausdrücken und auch den Südtirolerinnen und Südtirolern sagen, dass Sie nicht die Absicht haben, hier ein ganzheitliches Konzept anzugehen, dass Sie nicht die Absicht haben, das zu machen. Sie können wie üblich sagen, wir machen das schon. Wir sind schon dabei, das können Sie auch sagen. Und ich würde wirklich bitten, das diesmal zu vermeiden, aus dem einfachen Grund, denn Sie machen das nicht. Auch wir haben unsere Informationen natürlich direkt aus dem Bereich der Pflege. Es gibt einzelne Tische, es gibt zu einzelnen Themen. Natürlich, das ist ja Standard, das ist ja normal, dass man mit den eigenen Leuten die eigenen Probleme immer wieder angeht. Aber es hat mir keiner gesagt, dass ein ganzheitliches Konzept vorgesehen ist. Es wurde auch noch nie so kommuniziert und es gibt keinen Beschluss der Landesregierung dazu. Also wenn Sie es machen, dann machen Sie es geheim. Dann könnten Sie es heute öffentlich bestätigen, dass Sie es auch tun möchten. Oder drittens, das darf nie ausgeschlossen werden bei Ihnen, Herr Landesrat, und bei auch Ihren Kollegen in der Fraktion und Landesregierung SVP Lega, dass Sie diesen Beschlussantrag ablehnen, weil er einfach von der Opposition kommt. Und Herr Landesrat, gerade Sie und auch der Landeshauptmann appellieren seit Monaten an die Bevölkerung und auch an uns freiheitlich und an die anderen Kräfte hier im Landtag auf Zusammenarbeit, auf Zusammenhalt, auf Solidarität, auf konstruktive Zusammenarbeit. Und wir haben es immer wieder bewiesen, dass wir konstruktiv sind, dass wir hier Ideen geben wollen. Ich habe hier bewusst auch Ihnen die Chance gelassen zu sagen, wie wir das ausschmücken, wie wir es angehen. Ich habe keine Zeitangabe hineingegeben, damit es nicht heißt, na jetzt während Corona müssen wir uns natürlich für die vordergründigen Sachen um die vordergründigen Sachen kümmern. Also ich habe hier wirklich auch diese Brücke gebaut und ich habe das auch aus den Wortmeldungen anderer Kolleginnen und Kollegen hier herausgehört und ich bin jetzt wirklich gespannt auf das Abstimmungsverhalten Ihrer Partei, auch der Lega, auch der dritten Fraktion der Alto Adige Autonomia, wie hier abgestimmt wird. Denn ich glaube, Südtirol würde sich über eine klare Botschaft und über eine zukunftsorientierte Herangehensweise im Pflegebereich, diesen Bereich attraktiv zu gestalten, diesen Bereich fit zu machen, nicht nur für die aktuell Tätigen, sondern vor allem für unsere Zukunft. Danke.